Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Risen 1. So, wir haben in der letzten Folge haben wir dem lieben, wie hieß er, Delgado, genau. Dem lieben Delgado, es leckt schon wieder so verdächtig komisch, wenn ich mich bewege. Es geschieht wieder. Letztens ging's wieder, jetzt ist es wieder schlimm. Ja, in der letzten Folge haben wir Delgado geholfen, den lieben Costa hier zu verkloppen. Und irgendwie, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Tschüss. So, herzlich willkommen zurück. Ich habe mal jetzt was geändert in den Einstellungen. Ist ganz komisch. Jetzt habe ich was rausgenommen und ein Hintergrundprogramm geschlossen. Jetzt geht's wieder. Und ich habe probiert, jetzt hier so ein bisschen mit dem Licht hier irgendwie besser zu wirken. Da wurde mir ein Tipp gegeben. Sehr nett übrigens. Dankeschön. Und des Weiteren probiere ich in dieser Folge, ich habe was probiert mit meinen Soundeinstellungen. Hallo Bauer, und wer bist du denn? Oh, eine Bäuerin. Was willst du hier? Ah, scharfes Gerät, du. Ein Wolfsfell. Mensch, hier muss ich nochmal wiederkommen. Habe ich probiert ein... Noch eine Bäuerin. Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Und das, die Tür ist zu. Habe ich probiert was mit den Soundeinstellungen, aber das werde ich wohl lassen. Hey, warte mal. Oh, Salty, du altes Salzkern, du. Und du hast Glück? Weil heute heute ist und du bist, mache ich dir ein super Angebot. Wie nett. Lass hören. Wenn du bei mir einen Fisch kaufst, erhältst du einen weiteren gratis dazu. Das sind zwei Fische für den Preis von einem. Stell dir das mal Alter. Vor. Ist das nicht da hinten schwören die Fliegen und der bietet ja, mir den Scheißfisch an. Ich kann kaum glauben. Unglaublich. Hey, hast du mal ein Stängelkraut für mich? Ja, hab ich. Gebe ich dir aber nicht. Oh, die beiden Fischer. Wieso grinst du denn so dämlich? Wie geil. Ja, Salty. Redest du immer so viel? Kann man dir denn irgendwie helfen? Was soll ich denn machen? Keine Sau will meine Fische. Na, die deinten. Hätte ich diesen Scheißstand bloß nie gekauft. Hab mein ganzes Gold dafür hergegeben. Ich hab einfach keinen blassen Schimmer vom Fischgeschäft. Nee, das glaube ich auch. Den muss man irgendwie kühlen. Weißt du, Kunde, da hinten schwören die Fliegen. Und du? Nee. Quatschst nur. Warum verkaufst du den Laden nicht? Willst du ihn haben? Ja. Ich? Nein, ja, ja. Ich habe keine Ahnung von Fischen. Ich bin Siehst du, Master of Fishing. So geht das den meisten hier. Nur ich bin dann auch noch so doof, dann einen Fischstand zu kaufen. Ich könnte mir in den Hintern beißen. Der hat dieselbe Kleidung wie ich. Was hast du für Fische? Ja. Ich hab alle. Alle. Hering, fang frisch. Und Scholle ebenfalls ganz frisch. Ist das alles? Nein, ich habe noch einen Hai im Angebot. Ein schönes High-Steak weckt alle müden Lebensgeister. Solltest du unbedingt probieren. Später. Kann ich dir helfen? Ja, du könntest mir jemand finden, der den Laden kaufen will. Ich kann hier nicht weg. Was kostet dein Laden? Also zusammen mit der Ware sagen oh, wir... Oh, Alter, da könnte ich ja drei Fischstände, ey. Ich werde einen Käufer für deinen Laden finden. Das ist ja großartig. Nicht so voreilig. Noch habe ich keinen Käufer gefunden. Aber das wirst du, mein Freund. Das wirst du. Das werde ich. Hier ein Highsteak. Geht aufs du Haus. Alter. Wo kann ich einen Käufer finden? Vielleicht am Hafen. Du könntest auch in der Kneipe fragen. Da gibt es bestimmt jemanden, der geeignet ist. Der sich um deine Fische kümmert. Frag mal den ehemaligen Fischern. Da könntest du Glück haben. Jo, voll netter Preis. Zeig. Tipp, nicht Preis. Gib mir von deinem Hai, Alter. Gib mir die Scholle. Gib mir mal die Scholle. Keine Schelle, sondern eine Scholle. Hey, wer bist du denn? Finn. Hi. Hi. Ich bin Finn. Hey, Finn. Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten. Nein, Finn. Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Wer ist Flavio? Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belchior der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Das ist Flavio. Jedenfalls, solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leergeräumt und hat die meisten von uns entlassen. Oh, schade, ne? In, was suchst du denn für in Zeiten Arbeit? Der Wirtschaftskrise. Egal. Ich nehme alles. Würdest du einen Fischstand kaufen? Salty hat mich schon gefragt. Vergiss es. Ich nehme alles, bis auf Salty's Fischstand. Ich habe keine Ahnung von Fischen. Frag lieber im Hafen. Gib mir jeder den Tipp.
So, was haben wir denn hier drin? Ein einfach. Dreckiger Dieb, das wirst oh. du bereuen. Oh. 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 Es tut mir leid. Wer konnte denn jetzt an? Ja. Wie kommen wir jetzt hier raus? Hi. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Alter, wer konnte das denn jetzt an? Nein, nein. Lass mal. Alter, wer konnte das denn jetzt an, dass der mich da einer beobachtet, ey? Scheißdreck. So, erstmal ein Tränkchen, Schlückchen. Da will man einmal in der Diebesgilde mitmachen und dann so unscheiße. Den kann ich auch nicht mehr lernen. Sind die noch böse? Okay. Sind jetzt alle. Jetzt gibt's gleich was aufs Maul. Ja, hilf mir doch, Delgado! Oh. Ja! Okay. Die, nur an einer Seite. Okay, gegen zwei komme ich auch ran. Okay. Okay. Wir dürfen noch nicht zu weit hintergehen. Okay, wir... Oh. Nein, nimm nicht meine Waffe. Oh Gott. Keine Sorge, dein Gold ist in guten Händen. Alter. Warte, komm. Komm, Junge. Ich weiß nicht, ob es jetzt so gut ist, den... Pack das Ding weg. Ja. Ich bin beeindruckt. Okay, Segado. Jetzt gibt's gleich was aus Maul. Die mir das die anderen übel nehmen? Bestimmt, oder? Ja. Mach schon! Oh, Alter! Du lernst was daraus. Gold kann man... Delgado! Alter! What the fuck? Was ist denn jetzt mit dem schief? Delgado, Alter! Junge! Was geht denn jetzt? Pack das Ding halt die Fresse, weg. Du! Was machst du? Ja. Was ist denn das für ein dummer Hund, ey? So ein dreckiger Bastard. Jetzt weißt du, was dich erwartet, wenn du dich mit mir anlegst. Ich will mich nicht mit dir anlegen. Nichts zu holen. Delgado, der Safthund, ey. Echt? Kommt der hier um die Ecke, stibitzt, nimmt sich das Gold, nichts mit dem Kampf zu tun gehabt. Alter, jetzt will ich eine Erklärung, Delgado. Komm, steh wieder auf. Du bist doch schon wieder voll. Du liegst doch schon wieder mit dem Kopf im Fass. Nächstes Mal mache ich dich fertig, Mann. Du bist ein dummer Arsch, ey. Echt? So ein Dreckhund. Boah, geil, 300 Gold. Da haben wir jetzt 450 Gold abgestaubt. Verschwinde, Dieb. Oh. Mögen die mich jetzt nicht mehr? Verschwinde, du mieser Dieb. Hallo? Mögt ihr mich jetzt alle nicht mehr? Alter, der klappt nur einmal was. Das tut mir... Mann, es tut mir leid. Werd ich jetzt von jeder Wache irgendwie hier blöder angemacht, nur weil ich immer... Mögen die mich jetzt alle nicht mehr? Hey, was auch immer es war, ich war's nicht. Wovon redest du? Okay, anscheinend... Schon gut, ich dachte nur... Dachtest was? Dass du einer von den Bürgern bist, die uns Leute von draußen nicht hier haben wollen. Ständig behaupten sie, wir würden klauen. Dabei weiß doch jeder, dass die Banditen des Don für die Diebstähle hier verantwortlich sind. Quatsch, ich weiß von nichts. Hast du einen guten Witz auf Lager? Na klar. Zwei Jäger liegen im Wald auf der 20, Lauer. 20, 20. Da taucht der Wolf aus dem Gebüsch auf. Sagt der eine Jäger zum anderen. Den kenne ich schon. Tja. Haben wir einen Bogen? Ja, aber ich bin Jäger. Nee, du hast keinen Bogen mehr. Ja, genau. Du klingst ja nicht gerade begeistert. Bin ich auch nicht. Wenn man schon alle Bewohner der Insel in die Stadt bringt, muss man sich auch um sie kümmern. Genau. Aber der Orden macht gar nichts. Nee. Er hat uns einfach unserem Ach, Schicksal Pavel, überlassen. Mensch. Hier gibt's Diebstähle? Und nicht zu knapp.
Die klauen alles, was nicht niet und besonders seit einer halben Stunde. Flavio haben sie alle Fälle aus dem Lager geräumt. Und das Schlimmste ist, die Banditen kommen auch noch damit durch. Krass. Nein, die Stadt ist nichts für mich. Ich bin froh, wenn ich hier endlich wieder verschwinden kann. Hast du was aufs Maul bekommen? So, du bist hier Belschwur, genau. Möge die heilige Flamme dich erleuchten, mein Sohn. Suchst du einen Platz am warmen Feuer? Oh nein, ein Topf gegen den Hunger. Ein Eintopf wäre nicht schlecht. Hier, nimm, mein Sohn. Möge er die Kraft geben. Ich könnte Synchronsprecher werden. Danke. Du bist Magier? Aber ja, ich bin ein Beschützer der heiligen Flamme, mein Sohn. Ich gehöre zum Bund der Magier. Ich bin Meister Belschwur. So, jetzt erfahren wir ein bisschen was über die in der Magier. Am Fuß des Vulkans ist ein heiliger Ort, mein Sohn. Die Halle der heiligen Flamme. Sie ist der Schutz allen Lebens auf dieser Insel und einer der letzten wahren Schätze dieser Welt. Wir Magier erfahren Erleuchtung durch sie. Sie ist der Quell all unserer Kraft und Weisheit. Wir müssen alles tun, um sie vor den drohenden Gefahren zu schützen. Dem sein Halskragen sich so doll animiert. Ich helfe denen, die zu schwach sind, sich selbst zu helfen. Ein warmer Eintopf ist für viele das Einzige, das sie sich leisten können. Du siehst aus, als könntest du anpacken. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Klar, Belschwur. Müde. Hilf mir, die Leute zu versorgen und sei ihnen ein Anker in der Not. Viele von ihnen haben alles verloren, weißt du? Wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Klar. Ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Sehr schön. Ich gebe dir 7 Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. Danke. Erzähl mir etwas über Magie. Es ist die hohe Kunst, mächtige Zauber zu wirken. Einige Zauber findet man auf Spruchrollen, die jedermann benutzen kann. Jedoch können Spruchrollen nur ein einziges Mal ihre Wirkung entfalten. Ein Magier kann die Kraft eines Zaubers in einem heiligen Artefakt binden. Eine Rune beispielsweise kann große Macht haben, wenn man weiß, wie man ihre Kraft dauerhaft nutzt. Das ist bestimmt cool. Wie kann ich Magier werden? Du bräuchtest den festen Willen und die nötige Geduld, um zum Novizen der Magie erwählt zu werden. Als Magier trägst du eine große Verantwortung. Wärst du geeignet, mit dieser Verantwortung umzugehen? Ja, bestimmt. Ja. Du bist sehr schnell in deinem Urteil. Das spricht für dein großes Selbstvertrauen. Doch das ist allenfalls deine Ansicht der Dinge, nicht unbedingt die Wahrheit. Falls es dir jedoch wirklich ernst damit sein sollte, dann würde ich dir gerne helfen, mein Sohn. Du müsstest deine Bereitschaft zeigen, der heiligen Flamme zu dienen. Jeder, der sich bemüht, soll seine Chance bekommen. Verstehe. Okay, also der würde mir helfen, in die Magierkilde aufgenommen zu werden. Du siehst aus wie jemand aus der Vulkanfestung. Ja, Alter, die Monobrauer. Jill, die Monobrauer. Wie ist der Inquisitor auf die Insel gekommen? Das weiß ich. Der Witz hat's hin. Schick. Ich meine, er war schon mal hier, ist aber dann wieder abgereist. Und jetzt? Keine Ahnung. Plötzlich war er da. Was genau passiert? Ich weiß nicht warum. In der Vulkanfestung? Die Festung ist normalerweise ein Ort der Ruhe und des Wissens. Aber jetzt hat sich die Inquisition. Alter, trägt der Weiberklamotten da rechts auf der Leine. Das ist ja Hammer. Erzähl mir mehr über diese Stadt. Hier herrscht große Unruhe. Die Anwesenheit des Inquisitors nehmen viele nicht an. Wenn es dem Inquisitor gelungen wäre, den Don zu ergreifen, sähe es hier bestimmt anders aus. Wieso? Don Esteban und seine Verbrecher haben großen Einfluss in der Stadt. Viele Menschen glauben, dass er hier wieder die Kontrolle übernimmt, sobald der Inquisitor weg ist. Die wenigsten wollen sich jetzt mit dem Don anlegen, um später nicht dafür die Rechnung zu machen. Das ist auch richtig so. Wie entscheidet sich, ob jemand Rekrut oder Novize wird? Die meisten, die in die Vulkanfestung kommen, gehen den Weg des Rekruten. Sie werden zu einem weißen Ordenskrieger ausgebildet. Sie erlernen die hohe Kampfkunst mit dem Stab und die Grundbegriffe der Magie.
Manchmal erwählen die Magier einen Novizen, der es wert ist, Magier zu werden. Er erlernt ebenfalls die Grundbegriffe des Kampfstabes, jedoch wird er in die tiefsten also genau Geheimnisse der Magie eingeweiht. Wenn du auch Novize werden willst, dann halte dich am besten an Meister Belschwur. Wie bist du Novize? Alter, ich hab geil gekehrt. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Meister Belschwur meinte, ich hätte das Zeug dazu und gab mir seinen Segen. Nachdem ich auch Kommandant Carlos von mir überzeugen konnte, durfte ich unbehelligt in die Vulkanfestung gehen und meine Ausbildung dort beginnen. Wie nett. Eines Tages werde ich ein mächtiger Magier sein. Ich soll Heiltränke für Belschwur verteilen. Das ist eine gute Sache. Die Menschen hier brauchen Heilung. Wie finde ich die ganzen Leute, die Tränke brauchen? Belschwur hat dir doch sicher eine... Man hat er doch schon gesagt. Hör doch mal zu. Richtig. Du findest die Leute alle hier in der Gosse. Die meisten sitzen auf der Straße. Aber vergiss nicht Josh. Den habe ich nämlich immer verbummelt. Josh hat eine kleine Kneipe, dort drüben die Treppe runter. Die Leute nennen diesen Teil der Hafenstadt das Loch. Kann man schon mal übersehen. Ah ja. Danke für den Tipp. Wie stehst du zum Inquisitor? Er ist der Einzige, der uns in diesen schweren Tagen helfen kann. Er wird die Bedrohung durch die emporgestiegenen Tempel abwenden und uns die Ordnung wiederbringen. Zurzeit verrichtet er seine Aufgaben oben in der Vulkanfestung. Solange hat er hier seinen Vertreter, Kommandant Carlos. Ja, mit dem Carlos, da muss man auch noch reden. Um die Kontrolle zu behalten. Ach, komm mal, Carlos, da können wir später noch was rausfinden. Wir probieren es erstmal. Leichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. Hahaha, cool. Hi, bist du auch auf der Suche nach einem ruhigen Scheiße. Plätzchen? Was ist an diesem Platz so ruhig? Wir sind hier im Schrein der Heiligen. Scheiße. Einen ruhigeren Ort. Hätte man besser machen können. Und? Was machst du hier? Ja, ich hab voll das Duckface, ey. Ich bete, dass der ganze Spuk hier bald vorbei ist und ich wieder auf die Jagd gehen kann. Du bist Jäger. Hier, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Belschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Niemals. Du bist Jäger? Ja, ein Jäger ohne Bogen. Apostel! Was ist geschehen? Das Gesetz erlaubt nicht, dass wir jagen. Die Ordenskrieger haben mich in die Stadt geschleppt. Ich hatte wohl noch Glück, dass sie mich... Ach ja, das, der hatte doch mit dem J war das doch drauf, oben. Ich habe ihn in Genau. versetzt. Er hat mich eine Woche satt gemacht. Aber jetzt hat nicht mal Flavio mehr Arbeit. Alles, was mir bleibt, ist der Eintopf von Meister Belschwur. Alter, der Stuhlgang ist... Egal. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Hier in der Stadt gibt es nichts, was man jagen könnte. Menschen. Was ist mit Bogenschießen? Das kann ich dir zeigen. Ohne Bogen. Erzähl mir von der Flamme. Ich bin nur ein einfacher Jäger und weiß nicht viel über diese heiligen Dinge. Versuch's einfach. Es ist... Die Flamme beschützt uns. Uns alle. Verstehst du? Sie beschützt die ganze Insel. Sie ist wie ein Lagerfeuer, das dich beschützt, wenn du im Wald bist. Nur diese Flamme ist halt... viel größer und mächtiger. Ach, ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Weißt du was? Ich bin kein Magier. Aber ich weiß... Ich frag dann einfach Meister Belschwur Cole. Komm. Da war doch ein... Gehst du raus? Jetzt kann ich hier stibitzen. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Scheiße. Kann ich... Ja. Los. Und Trauben. Und Apfel. Und Hering. Und Teller. Geil. Hallo, Jillens. Und ein Dach. Komm ich hier rein? Nein, komm ich nicht. Wie schade. Oh, aber eine Heilpflanze. Ein Goldblatt. So, jetzt gehen wir hier hoch. Wir können hier vielleicht noch ein bisschen was stibitzen. Wir sind ja Diebe. Diebe machen das so. Für alle jetzt hier. Die meinen, ne? Geht nicht. Ich bin Dieb. Das ist mein Job. Finger weg! Wow. Du brauchst wohl Schläge! Ach, jedes Mal wieder! Alter! Flavio, Mensch! Du alter Haudegen, du! Flavio! Das tut mir voll leid. Kann ich ja nicht mal ausnehmen. Wie scheiße. Wer hätte das denn jetzt ahnen können, ey? Dreckmist. So ein Rotz. Nun gut, Flavio. Mensch, wir haben doch einen Witzspruch, oder? Da konnten wir doch bestimmt
Hier irgendwie haben wir doch. Jetzt ziehen wir uns mal auf die 4, lieber. Mach da. Bau keinen Scheiß. Lass mich in Frieden. Mach, dass du wegkommst, dreckiger Dieb. Sorry, Flavio. Aber wisst ihr was? Ha 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 ha! Ja, was sagt der Pirat an der Tastatur? Zeit zum Entern! Hi, Flavio. Oh Mann, das war witzig. Ich bin der Händler Flavio. Moin. Hey, ich. Du bist bestimmt auf der Suche nach Arbeit. Ich kann dir keine geben, also probier es woanders. Warum hast du denn... Was hast du denn, Alter, Junge? Du hast keine Arbeit mehr anzubieten? Seit die Stadttore geschlossen sind, kommen meine Jäger nicht mehr raus. Also gibt es keine Jagd mehr. Keine Jagd, keine Beute, kein Gold. So sieht's aus. Wir müssen halt alle den Gürtel enger schnallen. Das ist ziemlich böse. Hast du einen Job, der in der Stadt erledigt werden kann? Da ist schon eine Sache. Wir könnten hier alle mal eine Lieferung Fleisch gebrauchen. Soll ich etwa Fleisch verteilen? Nein, darum wird sich Meister Bellschwur kümmern. Du musst das Fleisch aus der Schlachterei besorgen. Ich habe bereits mit Baxter gesprochen, aber er will 10 Felle haben, bevor er das Fleisch ausrückt. Ich soll also die Felle auftreiben. Wenn du das irgendwie schaffst, kriegen wir wenigstens Fleisch. Womit handelst du? Mit Jagdtrophäen. Felle, Klauen und Zähne sind. Ja, du hast auch Felle, Junge. Ich zahle für gute Beute und versorge dich mit neuen Pfeilen. Hast du keine Felle? Immerhin handelst du doch damit. Na eben. Nein, mein Lager ja, ist. Ja, wenn ich jetzt gleich reingucke, sind da wieder 50 Felle drin, ey. Und drei. Frag mal meine Jungs, Pavel oder Cole. Vielleicht wissen die etwas. Wo finde ich Baxter? Im Schlachthaus am Hafen. Er organisiert den Handel mit dem Fleisch. Eigentlich. Also was hat denn der für komische Ohren, ey? Aber er nimmt seinen Job sehr genau. Voll hässlich. Was habe ich davon, wenn ich die Felle auftreibe? Du willst für deine Arbeit bezahlt werden. Viel habe ich nicht mehr. Ich kann dir nur ein paar Pfeile. Alter, das kannst du behalten. Ich kümmere mich um Baxter und die Felle. Gut, dann besorge 5 Keiler und 5 Wolfsfelle und bring sie Baxter. Dürfte man doch schon fast haben, glaube ich. Bring es zu Meister Bellschwur, damit er es verteilen kann. Ich brauche ein paar Sachen. Er hat wirklich keine Felle. Ah, eine Kieferzange. Das ist nicht schlecht. Da können wir doch hier unser Diebesgut. Was mir furchtbar leid tut, Leute, aber ist halt so, wenn man ein Dieb ist, da klaut man halt. Ab und an mal. Und ein Holzschild können wir hergeben. Und wir haben schon 2 Wolfsfälle und ein Wildschweinfell. Sehr gut. Zähne können wir hingeben und den Teller konnten wir auch noch. Ein Messer können wir auch hingeben. Eine Schaufel auch, brauchen wir auch nicht 2 von. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwo, irgendwie. Irgendwann. Nee, da müssen wir jetzt wohl noch Pfeiler. Haben wir ja so wenig, haha. Machen wir jetzt hier mal 26. Reicht nicht. Goddammit. Nehmen wir hier nochmal 50. Ah, ist schon wieder zu viel, Mensch. Nein. Nehmen wir hier mal 20 weg. Und nehmen wir hier mal 10 drauf. Dann dürfte es ja klappen. Wie viel ist eigentlich einer so wert? 0,2, oder? Hätte man auch eher rausfinden können. Dann wäre das Rumprobieren nicht so hart gewesen. Gut, Flavio, mach mal. Was steht an deinem Pult? Nichts. Okay. Okay, Flavio. Flavio, wir haben das schon mal durchgemacht. Hier ist eh nichts drin. Ich gehe raus, Flavio. Wo kann ich Felle auftreiben? Ich habe keine und kann auch keine herbeizaubern. Aber einige Bürger haben ihre Häuser mit Fellen ausgelegt. Wenn du weißt. Alter, die sind doch alle so. Das ist doch Diebstahl. Tja, Wölfe und Keiler sind gerade nicht so viele in der Stadt. Ach, wenn du keine Felle mitbringst, mit der Vulkanfestung. Kannst du höchstens noch bei den Händlern suchen. Oder du probierst es im Schlachthaus. Vielleicht haben die noch was. Ich habe eine SMS, Leute. Wie schön. Aha, also aus dem Schlachthaus oder aus den Häusern klauen. Okay.
Cole? Was sagst du dazu? Cole? Ach, Cole ist ja weggegangen. Cole? Yippidibidu. Ach, krass. Krasser Sprung, Alter. Finn ist wütend auf uns. Salty will nicht mehr. Ich speichere mal. Wir haben ja schon so viel Kack jetzt hier verzappt. Ja, dann speichere ich einfach mal. Ich hoffe, mich kloppt das hier in jede Wache. Mach was anderes. Oh, Sid. Der sieht doch schon so. Hey, ich bin Sid. Hey, Sid. Und du bist hoffentlich kein Schoßhund des Ordens. Nee, Junge. Aber ich glaube, Leute, Sid fragt mal das nächste Mal. Und wer ist das Nettes? Katie, okay. Oder Cassie. Gut, das machen wir in der nächsten Folge, weil die ist jetzt schon wieder rum. In der nächsten Folge werden wir mit Sid und Casey reden. Wir werden Fälle besorgen und mit Baxter reden, dem... Nein, doch, mit dem Fleischer. Und dann werden wir sehen, was bei rauskommt. Bis dahin, wieder schauen, reingehauen.